Volkswagen stellt den Concept A vor. Die Designstudie liefert Hinweise auf einen neuen Sport-SUV. Der kleine Bruder des Touareg ist mit 4,35 Meter etwa 15 cm länger als der Golf. Der Radstand ist jedoch mit dem des Kompaktklasse-Modells fast identisch. Einen richtigen Namen hat der Concept A noch nicht, dafür aber ein dynamisches Design. Insgesamt sieht das Auto aus wie eine Mischung aus SUV und Coupé. Der Kühlergrill aus gebürstetem Aluminium und die kleinen Scheinwerfer verleihen dem Auto einen progressiven Auftritt. Die Dachlinie fällt coupéartig nach hinten ab. Auf eine B-Säule wurde verzichtet. Die Vortüren sind hinten angeschlagen. Der SUV-Mischling rollt auf 20 Zoll Leichtmetallrädern und 295er Reifen. Kurze Karosserieüberhänge, eine lange Motorhaube und dicke C-Säulen geben dem Concept A eine leicht geduckte, kräftige Haltung. Das Faltdach schwenkt bei Bedarf bis zur C-Säule zurück und lässt Licht und Luft in den Innenraum. Die Heckklappe ist zweigeteilt. Den Bereich unterhalb der Rückleuchten kann man wie bei einem Pickup aufschwenken. Ganz unten atmet der Motor über zwei runde Chromrohre aus. Apropos, angetrieben wird der Concept A von einem per Kompressor und Turbolader aufgeladenen Twin-Charger-Motor. Das 1,4 Liter Aggregat kommt bereits im Golf GT zum Einsatz und liefert im Concept A 150 PS. Die Kraft gelangt via Sechsganggetriebe und Allradantrieb an die Räder. Außen trägt der Concept A einen intensiven blauen Farbton. Im Inneren gibt es ein eher schlicht gehaltenes schwarzes Cockpit. Ein zentrales Rundinstrument, das an Flugzeuginstrumente erinnert, erlaubt die Konzentration auf das Wesentliche. Die Armaturen sind mit schwarzem Lackleder bezogen. Der Concept A soll im Jahr 2008 auf den Markt kommen.